Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Mod-Vorstellung für Transport Fever 2. Ja, was soll ich sagen? Eine ganz besondere Mod-Vorstellung, wie ich finde, weil eine der geilsten Mods aus Teil 1 gibt es jetzt auch endlich für Teil 2. Die Jungs haben sich richtig viel Zeit gelassen, damit das Ganze am Ende dann auch richtig genial geworden ist. Also meine Meinung zumindest. Und ja, kam gestern raus. Wir haben 10 vor 11 am 31.01. seht ihr ja hier unten. Und ich bin hier auf der transportfieber.net-Seite, weil hier kann ich euch das, glaube ich, am besten zeigen. Wir springen auch gleich nochmal ins Spiel. Den Download-Link hier oben, den packe ich euch dann auch noch unten in die Videobeschreibung. Aber hier, ja, gucken wir uns das erstmal kurz an. Es ist soweit, nach nun fast 1,5 Jahren ist es endlich soweit. Der NEP aus Transport Fever 1 bekommt endlich einen würdigen Nachfolger. Unix Root hat alles gegeben und wir denken, die Ergebnisse können sich sehen lassen. Die Mod enthält den Shader natürlich für eine natürliche Atmosphäre mit realer Sichtweite, neue sommerliche Skybox, also ne, neuer Himmel und Env Map, da weiß ich selber nicht, was das heißt. Überarbeitete Inlandgewässer, also ne, hier die ganzen Flüsse und so, das sieht jetzt auch besser aus. Das Basispack des deutschen Signalpacks. Vier komplett neue Gleise, die auf realen Vorbildern basieren, inklusive neuem Schotter, passenden Oberleitungsmasten und Prellböcken. Hier sind auch die deutschen Oberleitungsmasten an den Gleisen dabei. Neue Texturen für die Stahlgerüstbrücke, also die Vanilla-Stahlgerüstbrücke. Ein Texturfix für das moderne Bahnhofsgebäude und viele neue oder überarbeitete Boden-, Baum- und Vegetationstexturen. Und hier hat der gute Hans Dampf noch seine Karte zur Verfügung gestellt von Staffel 1 aus Transport Fever 2, damit man das hier besonders schön zeigen kann. Und jetzt zeige ich euch auch nochmal, warum ich hier mich heute mal aus dem Transport Fever Forum melde, weil hier haben die so wunderbare Bilder eingefügt, wie es mit und wie es ohne Shader aussieht. Das ist mit Shader und das ist ohne. Und das ist einfach, achtet erstmal auf das Wasser. Schaut mal, wie natürlich das aussieht, wie kräftig die Farben werden von allen Texturen. Achtet mal auf die Felder. Die Sichtweite, wo hier hinten auf der rechten Seite noch der Nebel ist, kommen die Berge zum Vorschein. Es sieht halt einfach so viel besser aus. Oder auch hier. Die Farben werden unglaublich viel kräftiger und es sieht um Längen besser aus. Und ich frage mich bei so Modifikationen immer, ja, warum lassen sich die Entwickler nicht einfach ein bisschen mehr Zeit und machen ihr Spiel einfach noch hübscher? Hier beim nächsten Bild sieht man es auch noch mal ganz deutlich. Achtet mal auf die Gebüsche hier im Vordergrund, wie kräftig das Grün wird. Hier beim Bahnübergang, da erhöht sich auch die Sichtweite enorm, wie ihr im Hintergrund seht. Auch die neue Skybox sieht einfach so genial aus. Hier, gerade beim ICE, achtet mal auf das Fenster. Man sieht mehr im Zug, es ist nicht mehr so dunkel. Einfach genial. Hier sieht man auch noch mal, wie weit die Sichtweite erhöht wird. Das ist der absolute Wahnsinn. Hier dann auf einer neuen Karte. Also auf einer unbebauten. Hier auch nochmal. Und man kann den Jungs einfach nur ein Riesenkompliment machen. Schaut euch das mal an, wie gut das einfach aussieht. Ich habe damals im ersten Teil schon gesagt, als wäre es ein neues Spiel. Als wäre es einfach ein neues Spiel. Hier die neuen Gleise mit den neuen Schottertexturen. Achtet mal auf das Gras. Das ist das Vanillagras rechts und hier. Einfach nur geil. Hier dann auch noch mal die neuen Gleise. Genauso wie hier. Und hier auch noch mal. Ne, hier habt ihr die grünen Oberleitungsmasten, hier die ja, silbernen. Dann haben wir hier noch die Betonsockel. Hier noch mal aus der Nähe, sogar mit Beschriftung. Einfach nur klasse. Hier haben wir noch ein paar Hinweise. Das Hinzufügen der Mod ist zu jeder Zeit möglich. Das Entfernen der Mod ist nicht ohne weiteres möglich.
Die Mod ist sehr wahrscheinlich nicht mit anderen Shader-Mods kompatibel, die den HDR- oder Fog-Shader modifizieren. Da müsst ihr mal rumprobieren. Es gibt ja auch noch die Shader-Enhancement-Mod, glaube ich, vom Enjoys für seine Mods. Und dann steht hier noch, die Mod ist nur bedingt mit anderen Gleismods kompatibel. Da muss ich auch noch mal gucken. Wie gesagt, wir springen gleich auch noch mal ins Spiel. Ich habe ja auch vom Rheingold das Gleispaket, damit man auch Oberleitung, damit man auch Gleise mit Oberleitung bauen kann, ohne die Oberleitungsmasten. Da muss ich noch mal gucken, wie das funktioniert. Aber ja, die Mod ist für mich einfach eine der Top 3 Mods, weil das Spiel einfach so viel besser damit aussieht. Der Grimes war dran beteiligt, der Unix Root und der gute Yoshi. Und ja, ein Riesendank an die drei. Ja, hier Daumen nach oben, bitte spammen. Schönen Kommentar hier unten schreiben. Ich habe auch schon hier kommentiert. Ich glaube, ich war sogar der Erste. Und Mario hat geschrieben, ich wollte eigentlich jetzt schlafen gehen, aber das, glaube ich, wird jetzt spät. Der Download dauert etwas länger. Das ist diesmal auf einer externen Seite, wird man weitergeleitet. Ich hatte nur 100 Kilobyte pro Sekunde. Der Download an sich ist 355 Megabyte groß, hat ein bisschen gedauert, aber ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir springen mal ins Spiel. Und hier seht ihr schon, wie viel besser das Ganze aussieht. Ich zeige euch jetzt auch nochmal die Gleise. Schaut mal, es hat irgendwie hat's, ich weiß nicht, ob das nur auf mich so wirkt, es hat den Transport Fever 1 Look so ein bisschen von der Bodentextur, aber es ist halt trotzdem Gras drauf. Definitiv ist Gras drauf. Na, hier, ihr seht es. Aber das Gras hat halt eine komplett neue Textur bekommen. Hier sind jetzt auch noch so, also hier so andere Gräser mit drin. Es ist halt einfach wahnsinnig schön. Dann, wie gesagt, gibt es hier die neuen Gleise. Mal hier einmal für 120 km/h. Wir machen das aber mal an einer geraden Stelle. Einmal hier planieren. Dann möchte ich die Gleise schon gerade ziehen. So. Einmal fix. Einmal hier für 120 km/h, dann für 140. Legen wir mal daneben. Dann für 160. Und auch nochmal für 300 km/h. Und die Gleise sind schon, ja, das sieht schon ordentlich aus. Ne? Gerade hier hinten die, das ist wow. Man kennt ja diese Gleise mit den Einbuchtungen hier nach unten. Beim Vanillaspiel sind die ja auf einer Höhe. Und hier hat man auch noch schön die ja, Befestigung der Gleise. Gibt bestimmt auch einen Spezialbegriff dazu. Hier haben wir in der Mitte auch noch die LZB liegen. Absolut genial. Wahnsinn. Dann war ja noch die Stahlbrücke. Hat neue Texturen. Schauen wir uns auch nochmal an. Die hier. Man sieht jetzt auch viel, viel besser aus. Ich weiß gar nicht, ob das Geländer im Vanilla-Spiel dran ist. Bei der Vanilla-Version. Aber es ist halt alles viel hochauflösender jetzt. Ja, das sieht schon gut aus. Und dann gibt es auch noch ein paar neue Maltexturen hier. Haben wir Gras hellgrün, ich weiß gar nicht. Ja, das ist das. Dann haben wir normales Gras. Das dunkelgrüne Gras. Haben wir hier Gras Brown 2. Zweimal Dreck. Einmal dunklen, einmal hellen. Waldboden, Gras Alpin. Das war alles im Vanillaspiel. Gras geschnitten war auch dabei. Genau, hier hatten wir auch noch einmal Weizen. Das ist ja das aus dem Grundspiel. Das hier. Und das hat der Unix Root noch dazu gemacht. Es sieht halt auch ein. Ja, es sieht halt einfach viel besser aus. Guckt euch das mal hier von den.
Jungs von Urban Games an und guckt euch mal das an, wenn man das so im Vergleich sieht. Ja, es wirkt dann halt leider manchmal so ein bisschen hingeschustert, wenn man sieht, was eigentlich. Ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, was der Unix Root beruflich macht, aber wenn man so sieht, was ganz normale Modder teilweise für Mods rausbringen oder der Mario Tato jetzt mit seinem Pinseltool mit den ganzen Büschen, Gräsern, hast du nicht gesehen? Das ist halt einfach, es sieht viel besser aus. Warum kann man nicht als Spieleentwickler, ich will jetzt nicht sagen, sie haben sich keine Mühe gegeben. Es ist ja Transport Fever 2, verkauft sich ja trotzdem super und es wird gefeiert und auch Train Fever und Transport Fever 1. Aber man könnte doch noch so ein bisschen mehr Prozente rausholen, weil, ja, ich bin ja froh, dass wir überhaupt ein Pinseltool haben im zweiten Teil, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Eine unfassbar gute Mod, euch hier hinsetzt, das, ja, die Farben sind viel gesättigter und es sieht halt einfach so dermaßen viel besser aus. Das Wasser hier, schaut euch das mal an. Drücken wir auf Play. Absolut klasse. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht. Es gibt ja auch noch die Baummod vom Spacki, diese Herbstmod und so. Das muss ich alles ausprobieren, wie das mit dem NEP-Mod hier funktioniert. Aber ich glaube, ich kann auf einige Mods verzichten, um dafür diesen Mod hier benutzen zu können. Ich finde es klasse. Mehr gibt es nicht zu zeigen. Ich glaube, der Rest ist selbsterklärend. Die neuen Schienen, absolut mega genial. Ich kann mich nicht satt sehen, wie der Mario geschrieben hat. Ich glaube, die Nacht wird dann doch ein bisschen kürzer, als ich eingeplant hatte. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Würde mich freuen, wenn ihr den Jungs einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr euch das runterladet. Und ja, würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Also, viel Spaß, macht's gut. Ciao, ciao.